Tausende Helfer sind weiterhin unermüdlich im Einsatz und geben den Kampf gegen die Wassermassen nicht auf. Trotzdem wird die Lage ernst in Wittenberge. Die Stadt befürchtet das Schlimmste. Die Sache ist hier sehr bedrohlich und trotzdem muss ich sagen, die Einsatzkräfte sind äußerst flink hier bei der Stelle. Und ich muss einfach sagen, die Koordinierung, was den Landkreis und die Katastrophenschützer betrifft, ist äußerst von Vorteil. Trotzdessen darf ich sagen, wir haben hier Krieg auf dieser Ecke der Welt und es ist nicht schön. Am Samstagabend wurden 1500 Anwohner der Altstadt aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen. Freiwillige Evakuierung in Wittenberge. Wichtige Durchsage an die Bevölkerung. Durch sehr schnell ansteigendes Hochwasser macht sich eine freiwillige Evakuierung aller Bewohner im Altstadtbereich von der Elbe bis zur Lenzener Straße, Mohrenstraße bis zur Bad Wilsacker Straße erforderlich. Ihr weiterer Aufenthalt in diesem gefährdeten Bereich ist mit erhöhtem Risiko für die eigene Person verbunden. Für die Bevölkerung wurden Sammelplätze eingerichtet. Busse bringen die Leute nach Perleberg. Dort stehen Notunterkünfte bereit. Ja, was zu machen ist, muss gemacht werden. Wir haben uns aus dem Haus verabschiedet. Wir wollen sehen, was uns jetzt überrascht, wo sie uns hinbringen. Wir wissen es noch nicht. Ja, wir hauen ab. Wir helfen jetzt einem Kumpel, der hier wohnt, und der haut ab, ja. Nein, also weil 2002 war es ja auch nicht so schlimm und jetzt alles ganz, ganz viel krasser. Also ich hätte nicht gedacht, dass es so kommt. Nee, noch nicht. Ist freiwillig. Solange es freiwillig ist, glaube ich, gehe ich nicht. Wir wohnen auch nicht unten, sondern irgendwie im zweiten Stockwerk und von daher sehe ich die Gefahr nicht so groß. Ich habe Katzen und was weiß ich nicht, der Umstand, also die Umstände, so lange wie möglich bleibe ich im Haus. Viele Einwohner haben dennoch ihre Sachen gepackt und machen sich mit ihrem Hab und Gut auf den Weg in sichere Gebiete.